Herzlich willkommen zu Earthlook. Wir spielen die Demo, denn ich habe heute leider nicht so viel Lust auf Animal Crossing. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen Earthlook. Ich habe Bilder davon angesehen, sah recht interessant aus und vielleicht werden wir auch das komplette Spiel spielen. Aber ich wollte erstmal zum Reingucken die Demo spielen. Das ist so eine Art RPG. So wie früher Final Fantasy 1, 2 und 3 und sowas. Ja, deswegen spielen wir erstmal die Demo, weil wenn es mir dann doch nicht gefällt, dann wird es ja auch keinen Sinn machen, dieses Spiel hier zu spielen, ne? Deswegen... Text am besten immer schnell. So, okay. Und ja, Rest müssen wir mal gucken. Ich habe mir außerdem ein Bratwürstchen gemacht mit einem Brötchen. Deswegen, falls ich mal zwischendurch Hunger habe, ne, ich beiß mal manchmal ab. Zum Beispiel jetzt. Lecker, lecker, lecker. Okay, jetzt kann ich wieder reden. Den Legenden zufolge gingen die Menschen vor Furcht und Ehrfurcht einer mystischen Zivilisation. Die ganze Umbra, bla bla bla. Gottähnliche, strenge Herrscher, die sich das Amrit nutzbar machen, die magische Energie, die sie im Kern unseres Planeten verstecken. Es gab einen Aufstand, der Krieg brachte Umbra zum Beben und alles kam zum Erliegen. Der Amrit-Kern explodierte, eine Welle schwappte über das Land. Des Tag und bla bla, Vulkane brachen aus. Gott, so schnell kann ich gar nicht. Tsunamis fegten über die Ebenen. Und all das Meer sich beruhigte, war diese legendäre Rasse eine schlechte, keine Ahnung, Blumen und Bestien trugen nun einen Teil des Amris in sich, zum Guten und zum Schlechten. Menschen und andere kämpften weiter. Bald entstanden neue Zivilisationen. Jetzt ist Umbra ruhig. Im Norden regiert das Suvianische Reich. Das ist schön. Aber dunkles Geflüster verweilt in den alten Ruinen. Was ist das, der Thronsaal? Nee, ne? Nee. Schau mal, ich würde am liebsten weiter essen, ne? Aber... Da kommt bestimmt gleich noch irgendwas. Ah, komm. Lecker. Ich glaube, das Spiel ist vor 4 Jahren erschienen. Auf der Nintendo Switch, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr. Suche in Dungeons nach Truhen, denen sie enthalten Herstellungsmaterialien, okay? Okay, okay. Ist ja meistens so, dass man looten muss. Ah, das sind wir und wir haben einen Fuchswolf. Raus aus den Federn, Taika. Nur noch eine Unterrichtsstunde, dann geht's auf zur ersten Kadettenflugmission. Achso, das ist der Hund. Achso, sorry. Wuff, wuff. Oh, er ist weg. So, hier haben wir eine Kiste, mal gucken, was drin ist. Und eine Lanze. Heilsamen und Lanzen. Kann ich hier auch was machen? Achso, ich bin jetzt schon durchgegangen. Also die Steuerung fühlt sich eigentlich ganz in Ordnung an. Ah, wir sind also in so einer Art Schule, oder was? Mein Bruder ist eine Eule und er sagt, dass Hocheule, Lady Lumia, zu diesen Mondzyklen ein wenig besorgt ist. Frag mich, was da los ist. Nur noch eine Unterrichtsstunde und ein paar von uns dürfen fliegen. Ich bin froh, dass ich hier an der Akademie studiert habe und nicht im Archiv mit diesen langweiligen Eulen. Warte, mit dir rede ich auch nochmal. Hi, Ivory. Okay. Mit dir? Ich habe gehört, du hast dich mal in die Abwasserkanäle geschlichen. Stimmt das? Das wird mir Angst machen. Ich habe so viele widerliche Gerüchte über diesen Ort gehört. Also von der Grafik her finde ich es echt schön. Also wirklich. Ich werde kein fremdes Tagebuch lesen. Nee, du solltest mit ihm da reden. Egal. Ich liebe es, Fallen zu stellen, weil sie nichts davon ahnen und dann bumm, gehen sie hoch, wenn dein Gegner versucht, einen Nahkampfangriff zu starten. Ja, das finde ich auch lustig, aber irgendwie, ne? Der will nicht mit mir reden. Okay, merke ich mir für die Zukunft. Eve, psst, ich habe dir den Kram für dein Geschichtsexamen zusammengeschrieben.
Oh, das ist aber hier gemein. Die schummelt ja. Oh, noch eine Heilsame. Lecker. Lecker, lecker Brötchen. Mit Dings. Freust du dich auf den Spähflug? Ich habe gehört, dass ihnen die Goblins immer noch Probleme bereiten. Okay. Kann ich mich hier draufsetzen oder hochgehen? Oh, ich kann hier hingehen. Hallo. Willkommen bei der letzten Kampfprüfung, Frau Lavender. Nervös? Warum sollte ich nervös sein? Wenn die Tochter des Generals durchfallen würde, wäre das doch recht unangenehm, oder nicht? Oh, super. Danke für die Erinnerung. Legen wir los. Tut mir leid, Sturmhund. Du darfst dieses Mal leider nicht mit. Gut, meinetwegen kann es losgehen. Okay, wir werden jetzt irgendwie fliegen. Ich bin gespannt. Oh, ja, okay. Ah, Kampftraining. Mhm. Ja. Ja, ja, ich habe viele Gegenstellen. Okay. Dann. Ah, oh, warte. Was steht hier? Haltung ändern. Donnerfaust. B. Feuerfalle. Ich mach mal eine Feuerfalle. Würde mich interessieren. Haha, er hat sich selber getroffen und jetzt Donnerfaust. Ha. Easy. Easy, easy. Gute Arbeit. Als nächstes kämpfst du gegen einen fliegenden Gegner. Oh Gott. Na? Denk daran, dass du Fernangriffe einsetzen musst, um ihn zu treffen. Wechsel deine Haltung, um Fernkampffähigkeiten einsetzen zu können. Ich gebe alles, Ausbilderin. Okay. Ist eigentlich ein relativ cooles Kampfsystem. Ja. Wechsle zur Schleuderhaltung. Welche Haltung haben wir denn? Wir haben eine Schleuder, oder nicht? Ah, nicht jetzt. Okay. Und dann... haben wir hier irgendwie eine Attacke? Ah, B. B? Lanze? Achso, okay. Lanze war nämlich ein bisschen komisch. Tatsächlich. Mhm. Okay. Jetzt kämpfe ich mit meinem Hund. Nee. Nee, was ist denn jetzt los? Ach, jetzt kämpfe ich erst. Okay. X-Wasserbombe. Bam. Oh, nice gemacht. Und du machst B. Bitch. Super. Super, läuft ja super hier. Mann, 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 Mann. Ach, da ist noch einer. Okay. Oh, jetzt muss ich die Fähigkeiten ausruhen wählen. Ausruhen. Und du machst erstmal Haltung ändern hier. Genau. Und dann machst du Feueratem. Oh. Nee, du eigentlich nicht. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Mach ruhig, mach ruhig. Jetzt hat man noch kein großes Problem hier. Herzlichen Glückwunsch, Kadetten. Diese Prüfung war das Ende eurer Kadettenausbildung, der Anfang einiger langer, glorreichen Karrieren, auf die ihr stolz sein könnt. General Lavender wird nun bekannt geben, welche Piloten auf ihre ersten Spähmission geschickt werden. Ich hoffe, ich bin ja die Tochter von ihm. Oh, da ist er. Noch ein Wort der Warnung. Die Spähpatrouille führt an der brennenden Küste entlang. Wir haben schon einige gute Piloten beim Goblin-Lager am Zabium-Tempel verloren. Diese Mission ist nicht zu unterschätzen. Vielen Dank, Ausbilderin Vera. Hört gut zu. Die Kadetten, die die Flugfreigabe für diese erste Spähmission haben, sind Punch, Judy, Sim, Eben. Kommandant Ichabo wird eure Leistung bewerten und glaubt mir, ich höre mir an, was er zu sagen hat. Die Dokumente für die Flugerlaubnis findet ihr auf euren Tischen. Das wäre alles. Was? Soll das ein Witz sein? Ich gehöre zu den besten drei der Klasse. Du hast meinen Namen absichtlich ausgelassen. Pass auf deinen Ton auf. Ivory Lavender. Lavender. Du sprichst mit deinem Vorgesetzten. Jeder Kadett, der nicht bereit ist, wird hierbleiben und härter trainieren. Dass du meine Tochter bist, hat nichts mit meiner
Scheidung zu tun. Das hat es doch. Ihr dürft gehen. Kommandantin Ichabo, ich gehe davon aus, dass die Vorbereitungen für meine unverzügliche Abreise nach Anu abgeschlossen sind. Selbstverständlich, General. Oha. Ist das unfair. Eve, es tut mir leid. Punch, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Du hast so viel Zeit damit verbracht, mir etwas beizubringen und dann die Sache mit dem Unfall. Ich weiß nicht, wie ich es auf die Liste geschafft habe. Ich weiß es, mein Vater lässt mich nie irgendwas machen. Er meint, ich komme damit nicht klar. Aber ich werde es ihm beweisen. Ja, er behandelt dich wirklich sehr hart. Nimm meinen Platz ein, du hast es verdient. Punch, du bist der Beste, tausend Dank. Hä? Als ob wir einfach sagen, ja, wir nehmen den Platz ein. Ich hätte eigentlich gesagt, nee, ist in Ordnung, mach du. Muss ich hier rein? Deckkommandant, meine Flugfreigabe. Herzlichen Glückwunsch, Frau Lavender. Ich hatte keinen Zweifel daran, dich hier zu sehen. Ha, ja, hast du einen Monospeer? Er steht bereit, aber wo ist dein Helm? Oh, ich habe ihn in meinen anderen Hangar gelassen. Ich bin sofort wieder da. Okay. Toll. Habe ich mich ja hier super drauf vorbereitet, ne? In dem anderen Hangar, also links oder was? Ich glaube schon. Sind aber coole Schiffe tatsächlich. Ja. Ach, Essen ist immer toll, ne, Leute? Ah, untersuchen. Gut verschlossen. Wo auch? Der andere hängt ja dann doch da, oder was? Okay. Will ich mal gucken. Ah, da. So. Da ist mein Helm. Wir haben ihn reingeholt. Kommandant, niemand hat uns gesehen. Hervorragend, Soldat. Sorgt dafür, dass die Wache für die Zelle verdoppelt wird. Eve, was im Umbrans Namen? Hat dein Vater dir nicht beigebracht, dass Lauschen unhöflich ist? Schulde nur mein Helm, Kommandant. Achso, natürlich, vergib mir mein herrschen Tonfall. Fortfahren, Kadett. Ja. Ich würde am liebsten mit denen reden, aber hab ein bisschen Angst. Ach, sehen wir komisch aus mit dem Helm. Naja. Du siehst bereit aus. Gut gemacht, Frau Lavender. Bist du bereit für deine Schwermission? Ja. So Leute, mein Brötchen ist jetzt aufgegessen. Das heißt, ich müsste eigentlich zur Küche gehen und das nächste holen, aber ich will ja nicht den ganzen Part hier herumschmatzen, kauen. Es schmeckt echt herrlich. Ich mache immer Bratwürstchen nicht in der Pfanne, sondern im Backofen. Tatsächlich. Weniger Aufwand, dauert zwar etwas länger, aber schmecken mega gut. Geht es dir gut, Onkel? Ja, ich brauche nur einen Moment. Du hättest im Bett bleiben sollen. Ich schaff das auch alleine. Ach Quatsch, nur weil ich krank bin. Heißt das nicht, dass du alleine den ganzen Spaß haben kannst? Okay, Benjo. Keine Angst, Amon. Jetzt sind wir hier. Der Zabrium-Tempel, wie spannend. Ist es nicht schön, wenn man mal nicht weiß, was als nächstes kommt? So wird ein Abenteuer erst richtig aufregend, findest du nicht? Ja, das hast du schon tausendmal gesagt. Und was machen wir hier? Hahaha, du bist so ungeduldig wie ein Kleinkind, Amon. In Tem gibt es ein bisher unentdecktes Artefakt, ein Tipp von Lady Evandu. Noch einer von Evandus Tipps? Normalerweise sind die gar nicht so schlecht. Ja, stimmt schon. Gehen wir rein. Oh, ich glaube, der Link ist, könnte unser neuer Mitspieler sein. Falls wir hier irgendwann eine Gruppe haben, weiß ich nicht. Da sieht wie die Statue in Zaba aus. Gibt es mehr davon?
Ja, es gibt mehr, viele sogar, auf der ganzen Welt verteilt, wenn ich mich nicht täusche. Sie wurden von einer Gruppe Nomaden errichtet, die ihrem Volk zeigen wollten, dass man dort sicher speichern kann. Die Legenden besagen sogar, dass sie geheime magische Eigenschaften besitzen. Unglaublich, dann können wir uns hier wohl eine Weile ausruhen, bevor es weitergeht. Klingt nach einer guten Idee. Sieht aus wie der Frosch von Naruto. Oh, gespeichert, super. Okay, die Speicherzeiten auf der Switch sind immer super. Aber trotzdem. Oder da haben wir einen Kampf. Okay. Mhm. Ja. Muss den Blaster verwenden. Das war mir auch klar. Feuerschuss. Ah ne, ich habe keinen. Okay, Kartoffelschuss. Achso, wir haben mit dem. Okay. Haltung ändern. Genau. Und B, Kartoffelschuss. Super, Leute. Super, Amon und Onkel. Onkel, gibt es ja eigentlich auch irgendwie Geheimnisse? Ich weiß es nicht. Oh. Ja, Kiste. Fass es nicht. Nur war einfach wirklich was. Und hier sind zwei. B. So, jetzt haben wir schon beide unsere Waffe hier draußen. Waffe. Wie La Fee. Gibt es die überhaupt noch? Weiß ich nicht. La Fee ist bestimmt schon 10 Jahre her, oder? Kann, glaube ich, hinhauen. Naja, noch jünger, oder? Oder doch 10? Weiß ich nicht. Also Kamera kann man nicht drehen, ja? Falls ihr euch fragt, wie man sonst die Kiste da hätte finden sollen. Das wüsste ich selbst gerne. Was hier? Hier kann ich nicht runter. So, was haben wir hier denn? Reichszahn. Okay, $25 scheint wohl die Währung zu sein. Ich find's ja eigentlich immer lustig, wie sowas hier herumliegt. B. Peng. Okay, wenn wir dann B drücken, wenn wir Gegner sehen, dann dürfen wir auch als erstes angreifen. Das ist auch ganz cool eigentlich. Ja. Ich frag mich ja, wie viele Kartoffeln ihr immer mit habt. Weil das ist schon... Wow. In so einem Tempel würde ich ja liebend gerne wohnen. Mit guter Internetleitung tatsächlich. Da brauche ich aber viele Router-Dinger. Ja, alle 10 Meter, ey. Ich finde die Musik, die ist sehr entspannend tatsächlich. Kann ich hier was anschauen? Nee, sieht echt cool aus. Ja, sieht echt cool aus. Oh, da war jemand. Ups, habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ich habe auf die Rechten da geachtet. Oh, aber der ist auch kein Problem für uns. Okay, die Erfahrungspunkte sagen auch so, na? Wow. So, Ratten, kommt her, ihr Süßis. Wir müssen Haltung ändern zu Dieb. Und jetzt können wir Stich machen. Bam. Und du machst Kartoffelschuss. Du hast ja nur das. Das bringt echt nicht viel bei dir. Oh, der ist fast weg, ne? Ja. Und hier. Super. Und nochmal. Super. Oh, was? Er hat überlebt. Fass ich ja nicht. Ja, die waren schon ein bisschen stärker hier. Oh. Feuerschuss. Oh, Feuerschuss. Cool. Aber den will ich mir vielleicht eher für große Kämpfe aufsparen. Gehen wir jetzt runter? Oh. Wir hätten runtergehen sollen. Wollte doch nicht hier hin. Dieser Tempel ist wunderschön, aber wie gelangen wir hinein? Ich hatte gehofft, dass ihr würde dabei helfen. Es ist ein altes Relikt, das einst deinen Eltern gehörte. Ich habe es vor langer Zeit einmal ausprobiert. Ich hoffe, du hast mehr Glück damit als ich. Wow, und was kann es?
Amri kontrollieren. Probiere es da drüben mit dem Amri-Apparat aus. Amri-Apparat. Cool. Ich würde aber ganz gerne noch hier nach unten gehen. Wenn ich das darf. Ja, darf ich. Weil wofür ist dieser Gang, wenn hier nichts ist? Aha. Okay, hier ist also geschlossen. Okay, okay. Dann gehen wir nochmal hoch. Dann gehen wir nochmal hoch. Dieses blaue Band da. Passt so gar nicht, ey. Ja. Geht das da jetzt hoch oder was ist hier los? Aktivieren. Oh. Lumos. Oh, jetzt können wir rein. Jetzt haben wir Licht. Oh, wir haben hier echt Licht drin. Was passiert hier? Oh, Rätsel. Hä? Sammle ich damit irgendwie Energie auf oder was ist los? Aktivieren. Okay. Dann holen wir uns mal hier die Kiste. Kartoffelschuss, Nüsse und 5 Dollar oder so. Kann ich das nochmal aktivieren? Nee. Okay. Dann mach ich mal so. Ach. Ach, dann leuchtet mein Band nicht mehr. So, jetzt habe ich hier wieder was drin. Ah. Ah. Das ist ja cool. Wir gehen erstmal nach. Will ich erstmal nach dahin gehen? Nee, ne? Komm, wir gehen erstmal hier. Ach so, wir haben keine rote. Wir haben noch keine rote Flamme. Wir müssen eh runter. Okay. Da, 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 da. Hier ist nichts. Scheint nicht zu sein. Halten wir eine Treppe. Ich gehe mal hier unten gucken. Hier hätten wir das rote Licht. So, dann nehmen wir das mal hier. Rote Licht. Eher orange, ne? Also, weiß nicht. Irgendein Licht halt. Mann, 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 Leute. So, achso, aktivieren. So, dann gehen wir mal hier rüber. Oh, das Blaue ist stehen geblieben. Das ist natürlich sehr gut. Können wir hier nämlich die Kiste nicht holen. Okay. Okay, okay. So, das kann ich dann hier machen. Und aktivieren. So, ist das da hinten jetzt runtergegangen? Nee. Da ist ein blaues Symbol. Ah, ich muss das ausmachen, oder? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut durchdacht, Moritz. Hier. Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Danke. So. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich hier noch eine Energie mitnehmen soll, aber jetzt bin ich hier hinten. Jetzt bin ich hier hinten. Oh. Controller hat auf einmal vibriert. Und das ziemlich laut. Oh mein Gott, was ist das denn? Als ob ich gegen die da kämpfen muss. Okay, Feuerschuss. Jetzt können wir Feuerschuss machen. Der macht 91 Damage, okay. B. Stich. Oh, Stich macht er gar nichts. Okay, Verbrennung hat er. Stich, wir machen einfach Stich weiter. Und du machst Feuerschuss. Guck, der ist ja gleich schon weg. Ha. Easy peasy hier. Super. Super gemacht, Leute. Komm, Level 2, super, Leute. Aber es wäre cool, wenn man hier so eine Art, Fähigkeitenbaum hat. Skill Tree. Das wäre richtig cool. Keine Ahnung, vielleicht eine Art Zeremonieller Schmuck. Ja, vielleicht. Ah, hervorragend. Ich schätze, dafür kriegen wir einen netten Preis in Hustus Saba. Arg, ich kriege kaum noch Luft, gehen wir nach Hause. Okay.
Oh, was das mit der Demo? Nee, war es noch nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht, Leute. Ich denke mal, wir machen so 40 Minuten. Und wenn sie dann immer noch nicht vorbei ist, ja, dann werden wir übermorgen vielleicht noch mal spielen. Aber eigentlich, also bis jetzt hat es mir Spaß gemacht. Das Kampfsystem gefällt mir auch ganz gut. Es gibt Städte. Zumindest zwei, die wir bis jetzt gesehen haben. So, der Kampf gegen den Tempelwächter war super. Hoffentlich bringt uns dieser Schatz gut Geld. Ja, hoffentlich, Hustos. Du hast dich verausgabt. Ich bin nur müde. Alles in Ordnung. Ich werde einen Topf Honigmedizin machen. Das sollte helfen. Nein, Onkel, bleib du hier. Du musst dich ausruhen. Ich sammle ein paar Bienen. Das wird deinem Herzen gut tun. Okay, danke. Du musst einfach nur die Stadt verlassen. Du findest sie auf der Ebene im Nordwesten. Ich glaube eher, der Onkel ist gar nicht krank, sondern er klaut uns unseren Schatz. Das ist so mein Gefühl. Ah, hier kann ich pflanzen. Ist auch cool. Können wir hier. Oh, cool, wir können hier nicht rein. Harriet macht köstliche Ninkasi-Tränke. Aber wann hat sie geöffnet? Seltsam. Sie ist auch verschwunden. Wenn das Sovianische Imperium dieses Koboldproblem in der Wüste nicht in den Griff bekommt, werden wir wohl keine weiteren Luftschiffe mehr sehen. Das stimmt. Ach, hier können wir auch pflanzen. Was hast du? Bist du gespannt auf das Turnier zum Festival der Magie, Amon? Oh ja, du nicht? Ich hoffe, es wird lustig. Es gab in Saba nicht sonderlich viel zu lachen, seit Frau Burncrest gestorben ist. Ich vermisse ihre Theaterstücke. Ich glaube, es hätte sie gefreut, dass ihre Bühne nun zu einer Arena wird. Die? Oh, sie hätte es geliebt. Niemals fehlte ihren Theaterstücken ein dritter Akt voller Krampf. Ja. Ich würde einfach gern einmal hier komplett durchschauen. Oh, ich wollte nicht aus der Stadt laufen. Aber dann sehen wir die Overmap mal. Ich wollte noch nach oben gehen. Aha. Ah, hier können wir auch drehen, wie in Ni no Kuni. Okay, wir gehen aber nochmal rein. Denn ich würde ganz gerne noch nach oben gehen. Oh, die Stadt scheint doch noch ein bisschen größer zu sein. Ah, nee, doch. Na, nee. Oh, hat der Typ da eine Quest rechts? Sieht so aus. Hallo Amon, gut, dass du hier bist. Reden. In ganz Umbra liegen Metallhaufen verteilt. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der etwas dagegen unternimmt. Hallo Amon, gut, dass du. Kannst du mir helfen, den Metallschrott im Nordwesten zu entfernen? Ja, kann ich machen. Oh, was bist du denn hier für ein alter Kerl? Oh, Zwischensequenz. Hör zu, ich habe merkwürdige Leute in der Gegend gesehen. Das glaube ich gern, Sparks. Wirklich merkwürdige Leute. Ja, Sparks, sicher. Nur keine Sorge, du machst dir viel zu viel Sorgen, weißt du was? Okay. Dafür eine Zwischensequenz. Okay. Mit der können wir nicht reden. Mit der auch nicht? Mit ihr, mit ihm hier aber. Wann beginnt das Turnier? Geduld, junger Mann. Wir eröffnen in Kürze. Oh, hier können wir speichern. Ja. Ah, hallo. Oh, hier könnten wir. Wie viele Kartoffeln haben wir denn? 40. Das müsste ja eigentlich erstmal reichen, oder? Führt vielleicht zu etwas wertvoll. Mal nicht. Können wir vielleicht, wenn wir die Vollversion haben, mal gucken. Oh. Ich wollte den Vogel nicht freilassen. Krähe! Hä? Oh, ich kann raus. Ich kann wegfliegen. Hat keiner gesehen, Leute. Ich war das nicht, Leute, okay? Ist das der gleiche? Ja, das ist der gleiche. Okay, dann gehen wir mal aus der Stadt raus und gucken. Gucken. Habe ich eigentlich irgendwo eine Karte links, rechts? Wo ich hin muss? Ich glaube, wir müssen diesen Punkt da hinterher, oder? Ich geh mal da hinten hin. Ich kann nicht zu weit weg. Ich muss Medizin für Benjo machen. Also,
So, ich dachte, der Punkt, der zeigt mir, wo ich hin muss. Da muss ich wohl nicht hin. Muss ich mit euch hier kämpfen? Hallo? B, ich drück B. B klappt nicht. Ah, fangen. Ah. Ah. Das sind keine Monster. Also, doch, aber... Die kann ich so fangen mit meinen Händen, oder was? Finde ich ja lustig. Sie reicht... Okay, und jetzt? Kann ich weitergehen? Oder war es das schon? Oh, ich hätte die Kamera ein bisschen anders gehabt. Ich bin... Oh, wir können ziemlich weit gehen. Nee, können wir nicht. Okay, dann gehen wir zurück. Ich glaube, wir haben alles. War jetzt auch nicht schwer. Ich dachte, am Anfang müssen wir gegen die kämpfen. Ich habe nur noch B gespammt. Aha, so sieht die Stadt von außen aus. Ja, passt tatsächlich. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann gehe ich mal hier zu ihm hier. Ich glaube, ich habe nämlich alles. Bin mir nicht sicher. Sie haben dich bedroht? Ja, sie meinten, es gäbe Ärger, wenn ich lügen würde. Ihre Gesichter waren verhüllt und waren von einer dunklen Aura umgeben. Das war wirklich sehr gruselig. Hm, diese dunklen Mondzyklen, können wir trotzdem noch mit allem weitermachen? Ja, alter Freund, du kannst dich auf mich verlassen. Danke, Evandu. Und denk daran, es geheim zu halten. Ich möchte nicht, dass Amon sich Sorgen macht. Sorgen worüber? Hallo, Lady Evandu. Amon, dein Onkel sagte nur gerade, wie schön du dich um ihn gekümmert hast. Ich wollte nur vorbeischauen, um zu sehen, wie es euch beiden geht. Aber der alte Knabe scheint bei dir gut aufgehoben zu sein. Nun, dann bis später. Danke, Lady Evandu. Einen schönen Mondzyklus wünsche ich. Ich habe echt Windebienen gefunden, Onkel Benjo. Ich gehe nach oben und verarbeite sie. Zur Medizin, ruh dich aus. Danke, Amon. Diese Krankheit, ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde. Ja, ich glaube immer noch, dass du böse bist. Weiß nicht. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil ein richtiger Onkel kann er ja nicht sein. Die Medizin ist fast fertig. Wie geht es dir? Nicht so gut, Amon. Ich glaube, ich habe es dieses Mal übertrieben. Als ich dich heute habe kämpfen sehen, da ist mir etwas aufgegangen. Ja, du kannst nicht dein ganzes Leben lang hier bleiben. Du musst hier raus, die Welt sehen. Ich habe etwas für dich, das dich zu einem stärkeren Plünderer macht. Also sind wir ein Pirat oder was? Ach ja, stimmt. Du hast dich auf unseren Schatzsuchen in der letzten Zeit wirklich gut angestellt. Ich bin stolz auf dich, Amon. Danke, Onkel. Hier hast du ein paar Talente. Die hast du dir verdient. Sie passen auf das Talentbrett, das ich dir gegeben habe. Jetzt kannst du deinen Fertigkeiten ein Feinschiff verpassen. Oh, sowas gibt's echt? Oh, cool. Verwende die Talente auf dem Brett, um deine Werte und Fähigkeiten zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit neue Talente anbringen kannst. Danke. Ich glaube, ich ruhe mich jetzt aus. Ich brauche ein anständiges Nickerchen. Oh, da können wir gleich mal gucken. Okay. Willkommen im Talentebrett. Das Talentebrett wird benutzt, um den Charakter zu verbessern, indem die Fähigkeiten, Werte oder Vorteilstalente hinzugefügt werden. Fähigkeit, Talente. Diese Talente gewähren dem Charakter neue Fähigkeiten, ja? Ein Wertetalent verbessert die Werte eines Charakters und kann unter den Charakteren getauscht werden. Ein Vorteilstalent verleiht einem Charakter passive Fähigkeiten und kann unter den Charakteren getauscht werden. Für jeden Charakter und ist die Quelle der Macht aller Talente. Alle neuen Talente müssen mit dem Ursprungstalent verbunden sein, um aktiv zu sein. Um ein neues Talent hinzuzufügen, braucht man einen Talentpunkt. Das neue Talent muss neben einem bereits aktivierten Talent hinzugefügt werden. Setze das Talent für die Fähigkeiten Ziel markieren neben dem Ursprungstalent ein. Okay, Ziel markieren, okay. Viel Spaß dabei, die Charaktere noch nach deinen eigenen Vorstellungen aufzubauen. Okay. Also, das ist unser Haupttalent hier. Nicht genug Talent. Ah, ich hab 0. Okay. Hab 0. Okay. Cool, Fähigkeiten, warte, Gegenstände, haben wir hier ganz, ganz viele, ja. Ja, ja, ja. Cool, Leute. Ich würde sagen, das war's für den ersten Part. Was denn hier, wieso ist hier noch ein Ausrufezeichen? Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, oh, wir haben ein Questbuch, auch cool. Bindungen, Ausrüstung, Fähigkeiten. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich finde das Spiel eigentlich echt ganz gut. Und die das Artefakt verkaufen, das wir gefunden haben. Ja, kann ich machen. Oh, sollten wir uns nicht lieber noch anderswo erkundigen? Vielleicht gibt uns jemand einen besseren Preis. Lady Evando war immer gut zu uns und ich habe kein gutes Gefühl bei diesen Dingen. Aber deine Medizin wird immer teurer. Sie wird uns einen guten Preis machen. Hör auf zu diskutieren. Gut, Onkel, aber ich denke trotzdem, wir könnten mehr dafür bekommen. Okay. Dann gehen wir mal eben noch speichern. Denn ich weiß nicht, wo wir, wo wir dann rauskommen, wenn wir jetzt nicht speichern würden. Gut. Oh, der hinten hat jetzt auch eine Quest, aber wir speichern jetzt. Wir speichern. Aktuellen Spielstand speichern, ja. Habe ich gespeichert? Spiel speichern. Ich glaube schon. Ah, guck mal, Leute. Wir haben 10% der Demo gemacht. 10%. Das heißt, 3, 4 mal 10 sind ca. 6 Stunden Spielzeit. Oh, cool, Leute. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall noch auf einen nächsten Part. Also einen nächsten Part werden wir auf jeden Fall noch machen, die Tage. Wenn irgendwann wieder ein Tag kommt, ne? Wenn ich keinen Bock auf Animal Crossing habe. Ne, deshalb, haut rein. Bis dann, bis morgen. Bei Animal Crossing. Tschüss. Euer Kamito.